I cannot come. Und das war alles. Und das ist eine Rotzfrechheit. Seien Sie mir nicht böse, ja? Yo, yo. Yeah. Oh, wow. Yeah. I will love it when you're touching me. Yeah. I go crazy when you're touching me. Erst einmal geht es nach Bulgarien. Hier sucht Walter mit Hilfe einer lokalen Agentur nach der Partnerin fürs Leben und bekommt dabei Unterstützung. Elvis aus Braunschweig ist hierher gereist, um seinem Kumpel Walter bei der Frauensuche zur Hand zu gehen. Ich kann ja ein bisschen unterstützen, da ich ja schon ein bisschen Erfahrung mit Frauen jetzt gesammelt habe und auch Erfolg. Und ja, dann schauen wir mal, wie ich ihm da unter die Arme greifen kann. Hallo Elvis, grüße dich. Hallo Walter. Servus. Ach, komm her, danke für die Einladung. Ich freue mich, dich zu sehen, Mensch. Alter Schwede. Ja. Oh, servus. Gibt gute Neuigkeiten. Ja? Ja. Nee, wirklich. Und wie läuft's bei dir? Ja, ein Date hatte ich schon. Ist eine schöne Stadt hier. So. Ja, jetzt bin ich da, jetzt läuft's ein bisschen besser. Ja. Auch mal, ne? Auf jeden Fall, wenn wir Spaß haben. Sicher, denke ich schon. Elvis sieht ganz toll aus. Er hat irgendwie ein ganz gutes, überzeugendes Selbstbewusstsein und er strahlt, also irgendwas ist in ihm, was anders ist. Irgendwie ist es wie eine Blume, die voll erblüht. Erzähl mal, was ist denn bei dir passiert? Na, ich hab's ja schon am Telefon gesagt. Ich hab da jemanden kennengelernt in eine USA. Frau? Ja, echt? Eine Frau, ja, ich erzählt. Ja, Wahnsinn. Und? Und ja, ich glaube, das wird was Ernstes. Wirklich? Ja. Aber sie heißt Janie, ist 33. Janie. Janie, ja, schön. Komischer Name, aber die haben alle komische Namen. Ja. Ich habe das total romantisch gemacht, pass auf. Ich hab mit dir was getrunken, so ein bisschen Wodka, ja? Ja. Dann irgendwann habe ich einfach so ein leichtes Lied gespielt, so ein langsames. Und dann hat sie mich zum Tanz aufgefordert, dann haben wir zusammen getanzt. Und das war auf so einer Terrasse, ganz oben so, und du hattest das Ausblick über ganz LA. Und dann ist es passiert, dann haben wir uns geküsst, Walter. Ja, Dauersingle Elvis und New Yorkerin Janie sind sich tatsächlich näher gekommen. Da sehen Sie mal, wie eine Liebe einen Menschen positiv umwandelt. Er strahlt richtig, er ist ein richtiger Sonnenschein. Und das sollte nun auch auf mich übergehen, wenn ich mich verliebt habe. Und das hoffe ich nun, dass es jetzt endlich mal passiert. Eine schöne Vorstellung. Doch was Walter noch nicht ahnt, schon sein nächstes Date wird gänzlich anders laufen als geplant. Bis später. Garden of Love. Oh. Oh, Walter. Ja, ich habe doch immer was Besonderes. So. Naja, dann denkt man, ihr seid schon 20 Jahre verheiratet, wenn ihr sowas macht. So, und dann hier die Kissen. Und das kommt dann auf die andere Staffelei. Wow. Und so. Okay, gut, ja. Ich mache das hier romantisch, während du dann gleich sei, hier abholst. Sei so lieb. Ja, danke dir. Danke dir. Ja, kein Problem. Ciao, bis gleich. Bis gleich. Ich habe manchmal das Gefühl, Walter denkt bei den ersten Dates, die sind schon längst zusammen und verheiratet. Und das sind gerade irgendwie die Flitterwochen und er bereitet ein Date vor. Dabei sind das eigentlich zwei fremde Menschen, die sich das erste Mal begegnen. Vielleicht sollte man das mehr so sehen. Weil Berliner Walter hingegen ist von sich überzeugt wie eh und je und wartet ungeduldig auf sein bulgarisches Date Krasimira. Ich stand da rum und wie bestellt und nicht abgeholt. Die Leute haben mich blöd angeschaut und was macht der denn hier, oder? Was ich in meinem Leben schon auf Frauen gewartet habe. Hey, was ist das denn? Hallo? Hallo. Walter, this is Walter. Hello, it's Krasimira. Hello, Krasimira. Where are you? I'm in front of the old monument. I'm so sorry, I cannot come. Why? I have an appointment. It's very important. I cannot come. You had an appointment with me, Krasimira. And not Yes, but something very important came up. I'm so sorry. Mir ist also das Herz in die Hose gerutscht. Und mal angenommen, es ist etwas passiert, beruflich oder privat oder gesundheitlich. Dann kann man immer noch sagen, Walter, Entschuldigung, das und das ist passiert. Ich kann heute beim besten Willen nicht. Aber wir können es heute Abend machen oder morgen oder übermorgen. Aber das war ja nicht Gegenstand des Gespräches. Es war einfach, I cannot come. Und das war alles. Und das ist eine Rotzfrechheit. Seien Sie mir nicht böse, ja? Okay, you disappoint me a lot. I cannot understand this. I came from Germany to here and you were my favorite. And it's very sad. Okay, look at it. Walter, wie geht's dir gerade? Ja, ich bin froh, dass ich hab's geahnt. Ich hab gewusst, ich hab einen sechsten Sinn. Ich hab gewusst, warum ich den Elvis hierher bestelle. Ich will
nicht in so ein Loch mehr fallen, wenn die Weiber einem einfach absagen hier. Das geht nicht. Das ist eine solche Frechheit. Ich komme bis aus Deutschland, ich mache ein Geschenk, ich bereite was vor. Und nur weil die Dame keine Lust hat, gerade den Walter zu treffen, wer mit dem Handy? Früher gab es keine Handys, da musstest du kommen und dich entschuldigen, ja? Und heute mit dem Handy geht es ganz einfach, just mal eine Absage, ja? Was ist los, Walter? Das ist du wirst es nicht glauben. Du, ich stehe da vor dem Denkmal und warte auf sie. Das war vereinbart. Hör mal, kriege ich einen Anruf, sie kann nicht kommen. Oh, das ist eine Scheiße. Und das war meine Favoritin. Ja, das ist halt doof, ne? Wenn man jetzt haben wir alles umsonst gemacht. Ich bin so froh, dass du da bist. Sag mal, wollen wir das allein, unsere Ideen umsetzen und das... Na, warte, jetzt haben wir das aufgebaut. Hast du vielleicht einen Ersatz, jemand, der sonst kommen könnte? Ja, nicht so schnell von der Agentur, du. Jetzt ist gerade mal Arbeitsende. Oder wir fragen hier im Park jemand, der das macht, weil so viel Arbeit für nichts ist auch scheiße. Hallo? Excuse me? Can, one of you speak English? Of course. Oh, nice. Can we ask you something? Yeah. We look for two women to paint with us over there. We prepared in the baldachin here pictures, and it's a white picture, and it must be painted. It must be painted? Yeah, I like cool. A fly. I like it. And okay. Maybe you would like to join us. Please, it would be wonderful. I think I can join. Yeah? But not more than 20 because of the okay, then let's hurry up. Yeah. And, okay, thank you. My name is Walter. Maria, nice Maria, to meet you. Maria, and this is Elvis. Yeah. Maria, nice, nice to meet you. And you? Kapka. Hi, Kapka. Nice Kapka. Kapka, hello. Yes. Maria. Ich habe dann versucht, halt die weniger Hübsche dann erstmal von der Hübschen da zu trennen, damit Walter angreifen kann. Und habe sie dann gleich zugelabert. Okay. I'm yeah? good with that. Yeah? Yes. And I do. You know, this is one of the craziest day of my life. Really? Why? Yes, because today is very important day. Yeah? It's my wedding day tomorrow. Really? Yes, I'm getting married tomorrow. Wow! Congratulations! Thank you. Natürlich war das einerseits schade, aber wir sind trotzdem in Freude ausgebrochen. Und ja, da musst du ja gerade noch mal was für deinen Junggesellinnenabschied machen. Und irgendwas Besonderes machen, was man eben an solchen Tagen so macht. I think I'm done. Mm, okay. I already finished with my paintings, yes. And one moment. I have to leave. Thank yeah, okay. you for your... Ja, no problem. So weiter, sie ist fertig. Can I come over there? Yes, please. Thank you. So this is a heart. Yes. Does it mean unification of two hearts? No, the symbol is that I first of all need a true love. Yeah. Like a feeling. Yeah. Because and what stand the bird for? This is freedom. It's not bird and in a cage, but what is the stair for? And the numbers? These are the stairs, which are the symbol of ambition. I want an ambitious partner who have goals. Mm-hmm. To build goals. Something up together. Exactly. So yeah. This is a symbol of support. You mean so, like this? Yes. To have somebody to, you know, to lean on. Das Experiment ist voll geglückt, wenn auch mit der falschen Frau. Aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung. So for me, this means intimacy. This is a lip of a woman. Mm-hmm. Yeah. Yes. Then exploding feelings. This is a flower, but it can also be a small vulcan. Yes, I see. Yeah. Yeah. And I want a lovely woman. I'm not such a good painter. This is why I wrote. Yes, yeah. I need trust. Yeah. And for me, this should be a bed, and I need good sex. Of course. But this is not the only thing. Yeah. I want children. Okay. And I want compatibility. Of course. Das Bild hat ja auch schon gezeigt, eigentlich, so, dass die eigentlich gar nicht passen so richtig. So. Aber Walter hatte trotzdem seinen Spaß. Und das ist ja schön, weil er sich so gefreut hat, dass es doch noch geklappt hat, und da war auch die Enttäuschung nicht mehr so groß, dass die andere nicht gekommen ist. Thank you for being part of my last crazy day. Would you like to take it with you? Not married. Yes, I will. It's yours. Thank you. It's yours. It's a present for your thank marriage. Thank you, and I hope that I was useful for your purposes. Yeah, thank you. Thank you. We learned something from you. Der ganze Tag und das Date war trotz Absage gelungen, und es war ungemein beeindruckend zu sehen, wie Elvis aus einer Niederlage einen Erfolg machen kann. Denn wir sind beide glücklich und zufrieden nach Hause gegangen.